Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch drei Blog-Swapper in Minecraft und ich würde sagen, fangen wir an. Als erstes haben wir so einen Blog-Swapper in der Wand. Wie ihr seht, fährt ein Piston den Block raus und setzt einen anderen Piston rein. Dafür brauchen wir einfach nur einen Knopf und hier ein Redstone-Kabel. Den Knopf könnt ihr egal wohin setzen. Hauptsache, ihr bekommt ein Input in diesen Block rein. Ihr braucht hier auch einen Repeater, der halt in diesen Block rein zeigt. Dann brauchen wir eine Redstone-Fackel obendrauf, zwei Redstone-Repeater, dann hier einen Block hin und ein Redstone-Kabel. Genau hier auch ein Block hin und Redstone-Kabel. Und hier drunter muss eine Redstone-Fackel sein. Das gleiche auch hier. Und hier braucht ihr einen normalen Piston. Und hier ist dann einfach ein klebriger Piston. Und das war es eigentlich schon. Wenn wir jetzt ihn wechseln, ist hier keine von diesen Glowstone. Manchmal hängt es sich auf. So. Und hier ist wieder Glowstone. Also es funktioniert meistens gut, nicht immer, aber ich denke, es sollte nicht stören. Gehen wir direkt rüber zum nächsten. Als nächstes haben wir einen Blockswapper unter der Erde. Hier haben wir wieder einfach einen Knopf. Wenn wir den drücken, wechselt er den Block. Wir haben hier dann einfach wieder einen Input. Und zwar muss dieser Input in diesen Block rein. Hier ist eine Redstone-Fackel. Da ist ein Sticky Piston. Hier sind dann halt zwei Beobachter. Die müssen halt so gucken. Also hier ist der Piston. Und die müssen so gucken in den Piston rein. Dann Redstone-Fackel und normalen Kolben. Und das hier auch. Dann müsst ihr halt hier auch halt den Baublock reinsetzen und hier oben, jetzt in meinem Fall Glowstone. Und wir können es wieder ausprobieren. Es wechselt die ganze Zeit den Block. Man könnte jetzt natürlich auch die Werkbank reinsetzen. So kann man halt jetzt einfach, wenn man jetzt möchte, dass da einmal halt Licht ist und einmal eine Werkbank. Oder wir können es auch zum Beispiel so machen, dass man jetzt hier eine Werkbank versteckt. Das überlasse ich euch. Gehen wir zum letzten Blockswapper. Der nächste Blockswapper ist in der Decke. Hierfür brauchen wir einen Hebel und keinen Knopf. Ansonsten funktioniert das nicht. Wir drücken den Hebel und hier ist Licht. Drücken wir den wieder, wechselt sich der Block wieder. Hier haben wir einen Input, der muss in diesen Block rein. Also jetzt da halt, wo der Blockswapper ist. Und zwar brauchen wir hier so ein 3x5 Feld. Und hier muss der Input rein, in diesen Block. Hier kommt Redstone, Redstone, ein Block. Und hier dann eine Fackel, also eine Redstone-Fackel. Und dann Redstone und einen normalen Kolben. Hier muss dann einfach ein Kolben hin. Und hier packt ihr dann euer Glowstone rein. Oder halt hier zum Beispiel eine Werkbank. Würde aber in der Decke sehr wenig Sinn machen. Dann könnt ihr hier einen Beobachter hinsetzen, sodass der nach unten guckt. Ein Beobachter, der diesen Beobachter anguckt. Hier ein Block. Genauso wie hier und hier. Dann Redstone und hier müsst ihr diesen Repeater 1, 2, 2-mal drauf drücken. Redstone, Block und dann eine Redstone-Fackel. Und hier kommt dann ein klebriger Kolben hin. So. Und zwar haben wir jetzt hier sowas. Natürlich könnte man jetzt auch zum Beispiel eine andere Lichtquelle benutzen. Hier zum Beispiel hier so eine Seelaterne.
Das überlasse ich euch. Und das war's eigentlich schon. Ich hoffe, dieses kurze Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.